Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Aktien im Fokus. Heute ist Freitag, der 16.09.2016 und diese Ausgabe wird Ihnen von Direktbroker-FX präsentiert. Wir blicken auf einen schwachen Tag heute, zumindest was den DAX angeht. Der Verfallstag hinterlässt hier seine Spuren deutlich abwärts geneigt. Der Dow Jones eiert jetzt hier immer noch an der Tages-EMA 100 rum. Wir blicken da also auf ein Niveau, das nicht mehr zwangsläufig günstig zum Shorten ist. Das Problem ist, untergeordnet ist der Markt relativ unentschlossen. Beim SP 500 sieht man das hier deutlich in dieser Verschachtelung. Ich habe Ihnen das mal so eingezeichnet, dass wir uns die Außenstäbe angucken. So, in groß. Und da sehen Sie, mit dem Freitagsabverkaufsbalken hier wurde ein Außenstab generiert. Seine Grenzen umhüllen die restlichen Kerzen. Und das, dieser sogenannte Außenstab ist dann am Dienstag, nee, am Montag nochmal entstanden. Hier. Das heißt, wir sind in einem doppelten Außenstab. Und äh, dadurch muss eben jetzt erstmal der Markt. Man sieht es auch auf dem H1 Chart wunderbar, dass wir hier aktuell keine Richtung ausgebildet haben. Er hat zwar bullische Impulse, die aber auch wieder bärisch abverkauft werden. Es gibt also keine klare Trendrichtung. Das ist wichtig zu definieren, weil bei, wenn die Trendrichtung nicht klar vom Markt definiert wurde, also wenn weder neue Hochs oder Tiefs generiert werden, äh, dann, dann spricht das für eine Konsolidierung. Das heißt, wir haben hier oben ein höheres Hoch hier. Ein, dann hier ein tieferes Tief, hier dann letztendlich zwei tiefere Tiefs, dann wieder ein höheres Hoch. Das heißt, es spricht eben viel für eine Konsolidierung gegenwärtig. Und ähm, daher bin ich dann noch vorsichtig, was das angeht, hinsichtlich der Positionierung. Wenn dann ein höheres Hoch machen würde, dann wäre es nochmal interessant für eine Kaufposition. Der Ausbruch hier dann drüber über 2151 Punkte im SP. Im Dow Jones ist es ja ähnlich, die nehmen sich ja nichts, außer dass die Zahlen ein bisschen anders sind. Aber wenn man sich das so anguckt, über der H1 EMA 100 hier in blau eingezeichnet, dann mit dem, mit dem Bruch dieser Hochpunkte, wäre das sicherlich äh, da nochmal interessant und auch legitim im untergeordneten Zeitfenster dann über dem 76er hier reinzugehen. Aber das, das muss er eben auch erst machen. Hier so ein wildes Rumgeschiebe gegenwärtig. Man sieht es auf dem Tageschart, ich mache ihn da nochmal alles weg. Dass, dass da momentan so eine Art äh, Konsolidierung an der äh, EMA 100 hier auf Tagesbasis äh, vollzogen wird. Ein Herumgeeiere nach oben und nach unten kann sich nicht wirklich von der 100er entfernen. Äh, direkt darunter kommt auch noch die 200er. Das heißt, Short-Positionen sind da auch nicht mehr allzu günstig. Das hatten wir schon in der Vergangenheit hier. Das würde ich ungern eben machen, dass man dann in solchen Situationen, wenn der Markt eh schon gefallen ist, da noch, noch mal Short reingeht. Das, das muss nicht sein, selbst wenn er jetzt noch fällt. Es, es, es geht nicht darum, dass, dass das, was passiert, immer unbedingt handelbar sein muss. Vieles von dem, was sich bewegt, muss man zwangsläufig nicht handeln. Ich würde sagen, 90 Prozent, 95 Prozent, um es mal auf den Punkt zu bringen. Also, nur wichtig ist, dass, wenn man handelt, ja, ich, Hauptsache zweimal oder was auch immer, ja, wenn man handelt, dass, dass das eben in der Trefferquote passt. So, was der Markt macht, ist ja letztendlich irrelevant. Es geht also um die Trade-Fokussierung und nicht um die Markt-Fokussierung ähm, oder um die Strategiefokussierung, die eigene. Daher, der Markt ist mir nicht mehr günstig, ist, ist nicht mehr günstig für mich. Er bietet sich nicht an. Er muss sich anbieten äh, und mir sagen, hey, ich bin günstig für einen Short und äh, das ist nicht an der 200er. Da sind wir dann schon ein bisschen äh, in der in der in der Korrektur. Und ein bisschen weit gelaufen, und das macht das Ganze eben hier problematisch. Der DAX unter Druck heute hier von Beginn an. Letztendlich kann der Markt nichts nach oben hin zeigen. Wir starten bei 10.420, brechen dann ein. 60 Punkte, 70 Punkte, nee, 60 Punkte. Kurze Erholung von 50 und dann hier der Abverkauf, 160 in einem Schlag. Da ging es stumpf in den Boden. Schön das Durchbruchsniveau, 10.361, eng hier. Zack, Durchbruch. Wie viel waren das? 15, 16 Punkte. Hätte er mit dem ersten Schlag schon durchgegeben hier vom Chance-Risiko-Verhältnis. Es war eine sehr schöne Situation. Naja, und ähm, jetzt haben wir dann am Tief hier bei der 10250 eine kleine Erholung gesehen. In Form einer bärischen Flagge 200 alle EMAs noch weiterhin fallend, die gleitenden Durchschnitte, die ja auch durchaus eine Aussage über den Trend ermöglichen. Ja, man muss nicht immer den Trend anhand der, der Trendlinien machen oder des Kurses, sondern man kann ja auch die Ableitung nehmen, also gleitende Durchschnitte. Naja, und solange die 200er fällt, ist halt auch der, der Trend halt short. Ne? Und, und so gesehen, selbst wenn er mal über die 200er drüber lunzt, ist das ja in dem Fall noch keine wirkliche Trendwende, sondern der Durchschnitt der Kurse fällt ja noch. Ne? Deswegen eignet sich das eben ganz gut. Sich das mal anzuschauen. Naja, und, und äh, vor dem Hintergrund ist äh, der DAX also sehr, sehr schwach. Äh, unter, also da, da geht gar nichts momentan, vor allem heute Verfallstag. Hätte ich nicht gedacht, dass der so schwach ist. Die amerikanischen Indizes halten sich da wesentlich besser. Äh, und ich möchte aber auch hier nicht mehr verkaufen. Wir sind an der 100er, an der 200er. Selbst wenn er noch ein bisschen fällt, soll er machen. Aber das ist kein, für mich kein Verkaufsniveau mehr. Und wenn man sich den Nestec anschaut, das ist eine, das ist eine Maschine, eine Dampfwalze. Also die walzt auch alles platt, äh, was was äh, nur äh, mit S anfängt und mit Hort aufhört. Und äh, das, ist, das ist schon Wahnsinn, ja, wie die Shorts hier zermalmt werden. Und ähm, in der Form äh, würde ich nochmal eventuell aus der Korrektur heraus handeln. Äh, 4775 ist eine Möglichkeit. Oder beim Ausbruch hier über die Hochs, ja, bei der Versteifung, bei einer versteifenden Marktphase. Das, das vielleicht äh, dazu. Dann, ähm, he heute gucken wir uns Apple und äh, Google im Vergleich an. Die zwei Tech-Giganten prallen aufeinander äh, und äh, da müssen wir sagen: schöner Ausbruch. Lange Zeit war Apple ja hier in einem Aufwärtstrend. Mitte 2000, ich glaube, April war das, ne? Wann war das? Ne, nicht April, Juli. Ja, im Juli kam hier der Durchbruch. Entschuldigung. Hier kam der Durchbruch, hier kam der Pullback und äh, dann wurde aus dem aufwärtsgerichteten Markt äh, ein. Leicht tendierender korrektiver Shortmarkt. Frage war, wie lange dauert diese Korrektur an? Auch hier sieht man 200er EMA noch nicht fallend, maximal seitwärts. Spricht auch für eine Korrektur im Übrigen, wenn sie seitwärts läuft. Naja, gut. Und mit dem Ausbruch dann hier über 1, 1000 äh, vor dem Split, ja. 112 Euro. In dem Moment, wo sie hier drüber gesprungen ist, hat sie ein schönes Kaufsignal generiert. Gut, das ist kein Wunder, bei den neuen iPad Pro 9,7 Zoll Preisen und bei dem Zubehör, das ganze Zubehör kostet ja schon wieder 300 Dollar. Ja, allein der Pens, Apple, Pencil 109 Euro. dann die Tastatur, die es nur in Englisch gibt, mit 170 Euro, dann was weiß ich noch, in irgendein anderes Case. Das heißt, dass das iPad Pro und die neuen iPads, die da präsentiert werden, sind sündhaft teuer. Also kein Vergleich. Da, da muss man muss man einfach objektiv so sagen. Und äh, gerade bei diesen, bei, bei diesen äh, Produkten muss man klar sagen, bei dieser Preisspanne, da wundert es irgendwie auch nicht rein fundamental betrachtet, wenn man mir die Spekulation zugestehen mag, dass auch das im Aktienkurs wieder zu spiegeln ist. Ja, ähm, die Vorbestellungen äh, sind ja dann schon interessant laufen und äh, werden dann vor allem auch nochmal hier weiteres dann Auskunft geben, wie dann am Ende tatsächlich die Verkaufszahlen dann sind. Aber die Keynote alleine ist noch kein zwingender Indikator, also die Präsentation. Google auch sehr interessant auf dem Tageschart, momentan in der bullischen Flagge. Wenn er hier ausbricht, bin ich gern bereit, dann nochmal long zu gehen. 792 in der Versteifung, eng gestoppt. Ansonsten, wenn er jetzt hier so das habe ich gar keinen Bock drauf. Da muss er mindestens erstmal die 662 machen, damit hier das Potenzial nach oben hin freigeschaltet wird. Alles, was er innerhalb dieser Seitwärtsphase macht, alles das hier, das ist für mich eigentlich mehr oder weniger witzlos. Also, so gesehen, für, für mich, ne? ich, ich sage nicht, dass, wenn man da handelt, wenn man, das, es gibt viele, die handeln, googeln auf dem Minutenchart. Das ist natürlich okay, aber aus einer mittelfristigen Perspektive, das meine ich eben, ähm, wo, wo man auch mal ein bisschen, äh, so gesehen, in eine Aktie, eine Aktie investieren kann. Das ist ja, ich meine, der Tageschart, ja? das ist keine Aussage über M1 oder M5. Da kann man immer scalpen. So. Da kann der Monatschart auch short sein, aber auf dem M1 für den heutigen Freitag oder was, da kann man dann schon mal 20, 30 Punkte im untergeordneten Trend mitnehmen. Das geht natürlich so. Aber aus, aus der Tageschart-Perspektive sieht man hier, wenn, dann sind die orangen Zonen interessant. Nicht im Sinne von sofort kaufen, sondern da kann Bewegung entstehen. Entweder der Long Ausbruch oben, Short-Ausbruch unten oder eben an der Range das ganze Traden. Ja, das ist an, an, an sich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Also, Apple bricht durch. Ähm, Google möglicherweise in den Startlöchern, Fragezeichen. Das wird der Chart beantworten. Ich bin kein Hellseher, aber ich warte, bis der Markt sich entschieden hat und dann kann man das sicherlich nochmal dann zuschlagen. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.